So, hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Möglicherweise wart ihr dabei bei diesem Live-Workshop, den wir letztens hatten mit Walter. Da ging es um die Unterschiede in den Batterien, die Leistungen der Batterien und so weiter und so weiter. Ja, vor allen Dingen ging es um das Thema E-Mobilität und dass e-mobile Fahrzeuge, also vollelektrische Fahrzeuge, auch eine normale Batterie drin haben. Ja. Entweder eine normale Bleisäurebatterie oder eine AGM-Batterie. Das war das Thema. Aber ihr könnt euch das Video ja gerne mal angucken, den Live-Workshop bei Fabocar. Ist das auf jeden Fall in der Mediathek. Mega geiles Thema. Ja. Schaut einfach mal rein. Wir hatten schon sehr, sehr viele Zuschauer bei diesem Thema, als genau. Wir den Live-Workshop hatten. Und viele Tausend haben das sich angeschaut. Wir haben auch wieder viel dazugelernt. Ja. Und jetzt wollen wir das mal ganz kurz aufgreifen, das Thema, weil wir da auch einen speziellen Fall haben. Was ist der Unterschied zwischen einer AGM-Batterie und einer Bleisäurebatterie? EFB-Batterie. So, wenn wir jetzt mal so drauf schauen, hier haben wir mal so einen Querschnitt. Hier sieht man so komische Dinger da. Das ist sehr schön. Und da sieht man so komische Tütchen. Hier sieht man Tütchen, wo diese Bleiplatten einzeln eingesetzt sind. Die wird natürlich nachher mit Schwefelsäure aufgefüllt bis hier oben. Dann stehen die Dinger unter Schwefelsäure und dann fangen die überhaupt erst an zu arbeiten. Dann haben wir erst Spannung überhaupt hier in der Batterie und auch Leistung. Genau. Und das haben wir jetzt hier eine AGM-Batterie, die... Da wird im Prinzip, ja, die werden auch mit Säure aufgefüllt, aber es ist nichts mehr flüssig drin, weil das sind ja wie Pampers, kann man sich vorstellen, so Fliese drin und die saugen die Säure auf und da schwappt eben keine flüssige Säure mehr hin und her. Aber schaut euch den Workshop an, da ist das nochmal ganz genau erklärt von Spezialisten. Ja. Der riesengroße Vorteil ist an einer AGM-Batterie, die wird eingesetzt bei Stop-and-Go, wollte ich schon sagen, bei Start-Stopp-Fahrzeugen. Die haben gegenüber der normalen Bleisäurebatterie hat die 300-fach mehr Entladung und Beladungszyklen. Ja. So, das ist der riesengroße Vorteil durch diese Technologie. Und da kamen wir dann mit Walter vor ein paar Wochen in ein Gespräch, und dann, weil wir einen speziellen Fall haben. Und zwar ist es ein Kunde von mir, der Wolfgang, der sitzt im Rollstuhl und der hat einen Skoda. Und da gibt es immer wieder Probleme, weil der so oft die Batterie entlädt und belädt. Er hat viele Zyklen, weil da eine Standheizung drin ist. Und da Standheizung heißt, der Motor wird, wenn ihr die Standheizung einschaltet, der Motor wird morgens vorgewärmt und ich fahre mit einem vorgewärmten Motor los. Der größte Motorverschleiß ist ja der Kaltstart. Der Kaltstart ist da quasi gar nicht mehr gegeben. Wir fahren mit einem warmen Motor los, hat aber den Nachteil, wenn ich nur Kurzstrecke fahre oder viel Kurzstrecke fahre, dass die Spannung, die der Batterie entnommen wird, oder der Strom, der der Batterie entnommen wird, dann nicht so kräftig, so schnell aufgefüllt wird, weil wenn ich nur eine Kurzstrecke fahre, geht auch nur so ein bisschen da rein. Also ich müsste länger fahren, damit es voll wird, oder ich müsste über Nacht ans Ladegerät halten. So, eine Information zu den beiden Batterien, wenn ich eine EFB-Batterie in einem Fahrzeug drin habe, ist immer aufrüstbar zu einer besseren AGM-Batterie, damit ich mehr Kapazität, mehr Leistung habe. Und vor allen Dingen mehr Ladezyklen. Mehr Ladezyklen. Ja, mit dem Wagen. Jetzt sitzt doch da. Komm mal. Nee, rauskommen kann er nicht. Komm mal raus. Wolfgang! Ja? Das sind unsere YouTube-Zuschauer und jetzt geht es im Prinzip. Erzähl mal, was ist dein Problem bei der Kiste? Mein Hauptproblem ist bei der Kiste der enorme Batterieverschleiß. Mhm. Und das geht auf keine Kuhhaut, was ich an Batterien verschlissen habe in den letzten Jahren hier. Weil immer wieder, wenn der Wagen mehrere Tage steht, 3-4 Tage reichen schon aus. Dann ist die Batterie platt. Mhm. Und wir haben ja schon 1000-mal gemessen, 1000-mal geguckt, ob da irgendwie ein Stromabnehmer drin ist. Da ist nichts drin, das ist alles super. Und wir vermuten, dass das immer an diesen B- und Entladenzyklen liegt. Vor allen Dingen mit Standheizung. Dann haben wir ja, da hast du ja auch ein Problem mit der Standheizung und. So, und jetzt ist unser Ding, Walter, ich habe Walter davon erzählt und Walter hat gesagt, pass auf, dem schenkt man eine Batterie. Also. Wir bauen dir jetzt hier in die Kiste eine AGM-Batterie rein. Mhm. Voll gesponsert von Walter. Also das ist jetzt kein Werbevideo, aber ich finde es einfach geil, dass sie das gemacht haben. Sie haben gesagt, behalt die Batterie, nimm das. Die haben wir da drüben, die Batterie. Und wir, hast du schon aufgezogen? Hier haben wir schon, ja. Haben wir hier schon Sachen eingebaut, damit er wenigstens, wenn der Wagen länger steht, dass er hier
kann das lösen und dann hat er die Batterie getrennt. Wird oft bei Oldtimern gemacht, die lange stehen, damit die keine Stromentnahme haben und die Batterie dann noch erhalten bleibt. So, das hier haben wir schon eine EFB-Batterie drin. Genau, wie man sieht. Die haben wir schon eingebaut. Die ist auch noch, ich glaube, die ist erst 3 oder 4 Jahre alt, aber die ist jetzt auch schon wieder an der Leistungsgrenze wegen diesen ganzen Zyklen, Entladezyklen, Beladezyklen. Und seine Mutter muss dann morgens da immer dran drehen. Und so. Also wie ein Zirkus. Wir bauen jetzt die Batterie rein. Werkzeug. Und Wolfgang, start doch jetzt mal ganz kurz. Guck mal, gucken, wie der jetzt von der Leistung her ist, wenn du jetzt startest. Mach nochmal aus. Start nochmal. Okay. Oh, du merkst, danke. Schon, wird schon schwächer, ne? Hört sich schon mach mal den an. Ich hole ein anderes Werkzeug noch. Wir hauen jetzt da eine neue Batterie rein. Schauen mal dann, wie das aussieht mit dem, wie das Startverhalten dann ist. Und wir begleiten das. Wir gucken mal so in 3, 4, 5 Monaten, ob das geholfen hat. Ja. Und jetzt schrauben wir hier erstmal. Was? Jetzt schrauben wir hier erstmal die neue Batterie rein. Hier können wir sehen, die ist jetzt von der Bauart ein bisschen höher. Passt aber dem ohne weiteres rein. Und wenn man das jetzt von der Leistung her sieht, die hat 680 Ampere. Und die hier bringt eine Leistung von 760 Ampere. Die Amperestundenzahl ist hier ein bisschen geringer, 2 Amperestunden ist geringer. Aber das ist eben das, was wichtig ist, dass das Ding richtig Power hat und die Leistung voll abrufen kann, der Starter. So, schrauben wir die mal rein und gucken, wie er dann anspringt. Ja. Dass das Ding nicht runterfällt, da unten der ist schon fast weg. Jo. Nummer ist die hier. Hm? Ja, ist runter. Ein paar Sekunden später. So. Okay, Batterie ist drin. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Wolfgang, starte mal. Mal gucken, wie es jetzt anhört. Wesentlich kräftiger. Mach mal aus. Mach mal. Ja. Super. Gut. Okay, so. Warte. Das probieren wir. Plus Deckelchen. Plus, ich hab. Ja. Das probieren wir jetzt aus. Wie gesagt, halten euch da am Laufenden, ob die jetzt aushält. Wolfgang, wie lange hat die Batterie jetzt gehalten? Das habe ich Januar 2020 bekommen. Okay, 2020, das sind jetzt 2,5 Jahre. Gut, wir probieren die aus. Das ist ja jetzt. Heute Morgen im Kaltstart vor der Tür. Hat es wieder gedauert, bis er kam. Dann ist er auch so. Genau, sowas. Ja, okay. So, als wenn er richtig gedrängt würde. Aha. So, und wenn das jetzt so bleiben würde wie jetzt, dann wäre das top. Wir probieren das aus. Wie lange steht der Wagen jetzt? Wann fährst du das nächste Mal? Ich fahre nächste Woche erst. Nee, Quatsch, ich fahre morgen nochmal. Und dann wird er so 3, 4, 5 Tage stehen. Okay, ja, dann ruf mich dann nächste Woche mal an. Ja. Dann kommen unsere Zuschauer da mal mitnehmen und sie sagen, weißt du, wie das jetzt läuft, ob das gut funktioniert oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir da jetzt wirklich. Aber ich würde jetzt auch nicht abklemmen. Lass mal. Nee, ich lasse das extra zu. Ich mache das ja nicht. Also, weil ist ja die Möglichkeit, wie wir vorhin gesagt haben, dass man die hier losschraubt. So, der Deckel getrennt drauf. Und ja, wenn es dann ein Problem gibt, rufst du mich an. Ja. Ja. Gut. Klappe zu. Klappe zu, Affe tot. Wolfgang und Mama weg. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Gute Zeit. Bis demnächst. Ich danke dir. Gute Fahrt. Ja. Freust du dich noch? Ja. Sag mal tschüss. Tschüss. Gute Zeit. Lass euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. So. Dann. Du kommst so raus, ne? Ihr könnt euch erinnern, haben wir vor einigen Tagen haben wir auch hinten den Stoßdämpfer repariert. Da gab es das elektrische Problem, wo die Sicherung da kaputt war, genau. Ganz netter Mensch. Hast du ein Werkzeug in der Tasche? Ja, na klar, wo denn sonst? So, dann schauen wir mal weiter. Weiter geht's. Was da hinten abgeht, ist unglaublich. Wir haben irgendwie so gerade hier so eine Abteilung
also Motorenabteilung, und einfach mal so hier drüber schaut, da wird man schon irre. Fangen wir mal, Joschi, fangen wir mit deinem Wagen und mit deinem Motor mal an. Das sieht aus wie Schrauberarena hier. Ja, genau. Die kämpfen hier gegeneinander. Warte, Joschi, hast du mal einen Ton? Dann hast du direkt Sound. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erklärt. Wir haben jetzt hier, was ist das eigentlich? Beetle? New Beetle. New Beetle. New Beetle. Hat aber auch was für einen Motor? 2 Liter TFSI. Mit ein bisschen Ölverbrauch. Ein bisschen. So 1 Liter auf 400 Kilometer. Konnte man da nicht auch diese Dosen reinschütten, die wir da haben? Leider nicht. Hat nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. So. Eieieiei. Hier ist der Motor. Kolben sind raus. Haben wir gar nicht drauf geschaut. Wo hast du die Kolben? Hier liegen sie. Du siehst auch nicht wirklich viel. Weil die Ölabstreifringe sind eigentlich Kompressionsringe. Guck mal an, ey. Da sind die Sitzen total zu. Komplett zugesetzt. So, das ist das Problem. Die haben dann da einfach Ölabstreifringe genommen. Die Bohrungen viel zu klein sind und die verkoken mit der Zeit. Genau, und die verkoken und dann, wenn der Kolben runtergeht, streift er es ab, dann läuft das Öl da durch und läuft dann nach unten hin ab. Kann es aber nicht mehr, weil die total. Kann ich mal rausnehmen? Ja, theoretisch, ja. Und die sind total verkokt. So, und dadurch wird das Öl nicht mehr abgestreift, das Öl kommt dann in den Brennraum rein, kann man ja auch sehen. Das sind ja das sind Feuchtkolben. Ölpolster. Guck schöne mal. Rückstände, guck ja. Guck dir das mal an, ey. So, warum geschieht das? Ja, gibt es mehrere Ideen zu. Hauptgrund ist, dass die Kolbenringe unterdimensioniert sind. Na, wenn wir jetzt hier mal die neuen anschauen, der hat einfach Standard. Ja. Mit dem Wellenprofil, die sind wunderbar. Und die funktionieren auch. Ich meine, die bauen wir jetzt schon seit so drei oder vier Jahren ein. Entschuldigung, ja, alles gut. So waren die ja früher auch. Genau. Ne, mit diesen Wellenprofilen. Ja. Und dann hat man eine tolle Erfindung gemacht, die einfach scheiße war. Ja, die wollen die Gleitreibung im Brennraum, denke ich mal, reduzieren. Ne? Ja. Von dem Kolben. Ja, gut, aber jetzt müssen sie wieder dahin zurückkommen. Ne? Ja, ein Stück weit. Ne? Ja. Ja, leider ja. Leider ja. Und es gibt halt keine andere Möglichkeit, als alles auseinanderzubauen, weil der hat so einen wunderschönen Kurbelwellensimmerring. Der sitzt hier hinten auf der Kurbelwelle drauf. Also Kurbelwelle, die Kolben sind hier dran befestigt und drehen die Kurbelwelle. Das heißt, wir haben aus einer geradlinigen Hoch- und Runterbewegung haben wir eine Drehbewegung, weil ansonsten, wir können die Reifen ja nicht vor uns zurückschieben. Ne? Ja. Dadurch entsteht diese Drehbewegung. Und wir müssen die... Ach so! Deswegen drehen sich die Reifen. Ja, ja. Weil wir da und da haben wir halt den Kurbelwellensimmerring hinten. Der sitzt halt hier hinten drauf. Die Problematik ist nur, dass hier zwei Schrauben in der Zwischenölwanne, das ist das schöne Teil hier, hinten befestigt sind. Die sitzt hier drauf. Und ihr seht, ohne die Zwischenölwanne abzubauen, kommt man nicht an die Pleuellagerschrauben dran. Das heißt, um die Zwischenölwanne runterzukriegen, muss das Getriebe raus, um den Kurbelwellensimmerring runterzumachen. Und dann kann man auch direkt total den Motor ausbauen. Sonst hätte man den Motor drin lassen können mit Getriebe, wenn man die Zwischenölwanne hätte rausgenommen. Dann hätte man einfach den Kopf abgemacht, unten die Ölwanne abgemacht, die Pleuellschrauben gelöst. Dann hat man am Ende des Tages... Ist ja clever gelöst, ne? Dann zwei Schrauben da drin. Ja. So, und hier könnt ihr mal schauen, ist auch schön zu sehen. Ne? Hier ist der, da unten sitzt der OT-Sensor drin, der Kurbelwellensensor oder OT-Sensor, wie man so sagt. Das heißt oberer Totpunkt, wenn der erste Zylinder auf oberen Totpunkt ist. Und wenn der sich dreht, dann kommt irgendwann jetzt eine Markierung etwas breiter da. Ja. Und da weiß das Motorsteuergerät, an der Stelle, wenn der da hinkommt. Ist er nicht im OT? Dann ist er nicht im OT. Guck mal, dann ist er im Dings jetzt. Sind alle gleich. Genau. Sind alle gleich. So wäre OT. Ne? Erster Zylinder, die Pleuel ist unten, komplett oben, also der Kolben ist komplett oben. Aber guck, dann machen die hier nicht, setzen hier nicht OT als Maß an, sondern wenn alle Kolben auf gleicher Höhe sind. Den Rest rechnen sie sich dann über die Nockenwelle. Genau, dann errechnet er sich über die Nockenwelle, wann der erste Zylinder im Verbrennungstakt ist und im Zündtakt ist. Ja. Ich habe mir gedacht, die hätten das direkt mit OT. Aber einige Fahrzeuge machen das über OT und die machen sie so. Ist ja ganz egal. Du musst auf jeden Fall eine Markierung haben, wo du ganz genau weißt, das ist Stellung. Haben wir noch was zu erzählen? Warum verkoken die so? Schlechter Kraftstoff. Also wir haben ja relativ viel Bioanteil im Moment in den Kraftstoffen drin. Und das gerade Fahrzeuge, die
Kraftstoffe mit hohem Bioanteil tanken, haben halt dieses Problem. Lange, ja. Ölwechselintervalle, viel Kurzstreckenfahrt. Das Problem ist, dass der Kraftstoff an den Zylinderwänden kondensiert im Kaltstart und dann in die Ölwanne reinläuft. Und immer wenn man nur so Kurzstrecken hat, so 2, 3, 4, 5 Kilometer, ist das Problem, dass dieser Kraftstoff aus dem Öl nicht verdunsten kann und der Verbrenner wieder zugeführt wird. Dadurch haben wir so eine passive Ölverdünnung, die natürlich dafür sorgt, dass das auch am Ende des Tages der Gleitfilm reißt. Und natürlich die Gase, die entstehen, viel, viel dünnflüssiger sind, nicht mehr durch die Kurbelgehäusebelüftung abgeschieden werden können. Dadurch gehen die auch in die Ansaugbrücke, in die Verbrennung mit rein. Wir haben ja schon mehrmals den Tipp gegeben, man sollte diese Ölwechselintervalle, die der Fahrzeughersteller da vorgibt, einfach nicht einhalten, einfach öfter machen. Ja, oder umölen, das ist auch eine Möglichkeit. Oder kein 5W30 Longlife rein, ja, sondern auf einen 0W40 oder auf einen 5W40 so, umsteigen. Einfach ein besseres Öl. Also ich bin, ich bin ja der absolute Fan von, das alle 15.000 Kilometer zu machen und nicht alle 30.000 Kilometer. Ja. Genau. Longlife. Und da hat sich auch schon was gezeigt, Holger. Ja. Und zwar, dass viele Leute dann auch zu uns kommen und sagen, ich möchte schon einen Ölwechsel gemacht haben, aber der ist noch gar nicht fertig. Ja, aber Sie haben in Ihrem Video gesagt, genau, dass das besser ist für die Motoren. Und es ist auch so. Das ist super, auch so. Da wird toll angenommen. Also der Tipp, ja, kommt also draußen auch an. Ja. Ja. Wenn ich bedenke, bei meinen Fahrzeugen, ich mache alle 5.000 Ölwechsel. Es ist einfach so. Und wenn ich einen Ölmessstab rausziehe, das sieht aus, als hätte ich gestern Ölwechsel gemacht. Hatte ich auch. Aber die Rückstände, die wir da haben, die hab ich dann, ja, nicht mehr drin. Ich bin gestern 5.000 Kilometer gefahren. Gut. Aber wir haben noch einen kaputten Turbolader. Das können wir noch zeigen. Wir haben, also das Problem war, dass ein Zylinder sehr mager verbrannt ist, weil einer der Injektoren nicht mehr richtig eingespritzt hat. Die sind auch sehr stark verkokt. Oben an den Köpfen sieht man das. Ja, oh, guck dir das an. Okay, kriegst du neue Injektoren? Ja, definitiv. Ja, ja. Und natürlich einen neuen Turbolader. Und durch diese magere Verbrennung ist er sehr heiß geworden. Wir haben hier, ja, einen sogenannten Wastegate-Turbolader. Entschuldigung, Patrick. Mhm. Und wir haben hier an der, ich habe keinen Taschenlampe, da ist er. Hier an der Wastegate-Klappe ist hier die Verstellung hier unten und da ist das Gehäuse aufgerissen, weil der so heiß geworden ist. Das, ja, ist so, alle 5 Motoren, die ich mache, ist das so ein typisches gängiges Fehlerbild. Ne? Klar, weil natürlich das Verbrennen vom Öl zwangsläufig dafür sorgt, dass auch sich die Injektoren zusetzen und die Einlassventile zusetzen. Dann haben wir kein richtiges Strömungsverhalten mehr im Brennraum. Wir haben ja hier so einen sogenannten Schichtladebetrieb. Der kann dann durch die Verkokung auf den Einlassventilen nicht mehr richtig erfolgen. Dadurch entsteht am Ende des Tages ja auch noch ein Problem, dass die Verwirbelung im Brennraum nicht richtig ist. Ja. Und dann fängt halt dieses typische Magerruckeln an und die Folge ist, wenn man immer weiter damit fährt, dass natürlich dann auch so mal so ein Turbolader mit dazu kommt. Also nochmal ganz klarer, wie verhalte ich mich beim FSI und TFSI Motor? Umölen, meine Aussage ist besser, alle 15.000 Kilometer. Ab und zu jede dritte Tankfüllung einfach mal ohne E10 tanken. Du hast nicht gar kein E10 tanken. Ja. Kein normales Supertanken, sondern eher dann jede dritte Tankfüllung mal V-Power Racing oder Ultimate 102 tanken, wo das Oktan ein bisschen hoch ist oder mal einen Injektorreiniger mit reinpacken. Der Vorteil dabei ist, du hast dann noch geringeren Kraftstoffverbrauch. Definitiv. Ja, also ich fahre bei ist natürlich auch viel teurer, ne? Manchmal 20 oder 22. Ja, aber wenn du mal die 20 Cent rechnest, ja, pro Tankfüllung, hast du 5 Euro pro Tankfüllung, machst du jede dritte Tankfüllung, dafür sparst du dir aber so eine Nummer hier. Vielleicht eher, gut klar, das ist jetzt konstruktionsbedingt, aber Magerruckeln oder verbrannte Zündkerzen sind ja jetzt auch keine Seltenheit bei den Motoren, ne, wo die Elektronen kaputt gehen oder andere Probleme haben. Ja, ne. Gerade bei den Injektoren, ne, das Stück kostet knapp 200 Euro. 4 mal 4 sind 800 Euro plus, ja, Ansaugbrücke abbauen, plus Ventile strahlen. Ja, da kann man, ne, da schon kannst du mal, viel für tanken. Ja. Ja. Da hast du schon wirklich viel tanken drin. Genau. Gut, vielen Dank. Bitte schön. Danke euch, auf zum nächsten. Chaos geht ja weiter. Ja, wir gehen mal weiter zum Adnan. Adnan hat hier. Da kann der Josh direkt wieder weiter mitmachen. Das, meine, das ist wieder einer von den. Von dasselbe in Grün, oder? Dasselbe in Grün, das sieht man ganz kurz. Ja, jetzt ist ruhiger. Dasselbe in Grün. Die Motoren gehen kaputt, weil die mit zu hoher Öltemperatur fahren. Die Dinger sind hier oben total eingekesselt. Und ein langes Ölwechselintervall haben. Langes Ölwechselintervall, 30.000 Kilometer, dann haben die manchmal noch eine Anhängerkupplung drin, hinten und Anhänger rein dran und fahren damit. Und dann gibt es Öltemperatur von 130, 140 Grad. Da reißt eben ein Ölfilm, da gehen die Motoren kaputt. Dann haben wir Kolbenfresser ohne Ende bei den Kisten. Der hier hat einen unglaublich hohen Ölverbrauch.
Und der Kunde hat gesagt, das ist ein geiles Auto, ich möchte jetzt einfach die Kohle da rein investieren. Und der bekommt Öl jetzt, und Wasserverbrauch, ne? Ja, bekommt ja. Wasser, hat er auch Wasserverbrauch? Why? Kopfdichtung oder Kopf, eins von beiden. Okay. Kannst du schön sehen, typisches Verhaltensbild, man stellt den Wagen abends heiß ab, am nächsten Morgen, wenn man startet und die Kontrollleuchte geht an fürs Kühlwasser. Da ist in der Nacht das Wasser irgendwie in den Brennraum gelangt, ist verdunstet im Brennraum und hat dann natürlich dafür gesorgt, dass unter dem hohen Druck beim Abkühlen das Wasser verbraucht hat. Ne? Und das ist typischer Fehler für die Motoren. Wir haben den alten Motor, konnten wir endoskopieren und haben an der Zylinderkopfdichtung rundherum gesehen, wie das Wasser dann langsam... Ja. Den alten Motor, genau. Schaut mal hier, wie das aussieht. 150.000 Kilometer, ne? Wie ein Bergwerk sieht das aus. Das sieht aus, als wenn, ja, immer hier. Ja. Da braucht man nicht viel zu sagen, ne? Nee. Guck dich das an. Das ist das, was wir mit Verkokungen meinen, die immer wieder entstehen. So. Und du strahlst halt nicht mal eben so bei dem Motor, ne? Nein. Wenn du hier bei dem Motor strahlen willst, musst du wirklich vorne, also die Einlassventile strahlen willst, Einlasskanäle strahlen willst, musst du wirklich die komplette Front abbauen. Weil ansonsten kannst du nicht ordentlich arbeiten. Ja. Guck dir das an. Das sieht schön aus, wie das jetzt da ist. Ne? Ja. Aber der Motor an sich, wenn, ihr seht ja, was hier alles liegt. Der Motor an sich mit seinem Biturbo ist mindestens so komplett. Ja. Da machst du gar nichts an dem Motor. Außer ausbauen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Der kriegt jetzt allerdings einen Ölkühler nachgerüstet. Du machst die Umrüstung, damit der dieses Problem nachher nicht mehr hat, ne? Genau, ja. Richtig. Ja. Was denn? Achso, wenn er zusammengebaut ist. Ja. Ja, also der ist jetzt relativ nackt, der Motor. Das wird jetzt eigentlich, hat er bis heute Abend zu tun und dann heute Abend sieht es wieder so aus. Ne? Ja. Der bekommt, wie gesagt, ein Ölkühler-Kit, der bekommt einen neuen Turbolader, weil der Turbolader auch schon Schaden hat. Und schaut euch ja nur mal hier die Konstruktion von dem Turbolader an. Da kann man schon sagen, es sind Biturbo. Muss ich sagen, wie verrückt sind die, was sie da bauen. Die VTGs sind beide undicht, ne? Die Verstellungen. Ja. Einmal und die zweite. Ah, das ist jetzt sehr schlecht. Hier oben da. Das ist ja alles voll mit. Ja, auf jeden Fall kostet der neue Turbo kostet bei VW, ich glaube 2,2 oder 2,3 oder sowas. Mindestens, ja. Wir holen den von einer anderen... Plus Mehrwertsteuer. Einer anderen Firma, wo wir den preiswerter bekommen. Nee, leider nicht. Nee, auch jetzt. Auch nur komplett neu. Und Garrett und Borgwarner haben die Preise sehr stark nach oben hin angepasst. Also wie soll man das alles noch bezahlen? Also jetzt wirklich, also das ist unfassbar, was da geht, ne? Ja. Der wird aber jedenfalls umgerüstet. Das zeigen wir euch nochmal. Da machen wir nochmal ein extra Video, wenn wir die Umrüstung machen. Da wird Wahnsinn. Hier, ist ja der normale Ölkühler. Dieser normale Ölkühler kommt weg. Da kommen Schläuche dran und da wird nach vorne hin wird ein Ölkühler reingebaut. Den kriegen wir von der Firma Red Hat. Mit denen arbeiten wir zusammen. Aber da zeigen wir euch noch extra. Das nehmen wir auf und machen am Ende von dem Stück, setzen wir das dran. Gut. Adnan. Was ist Adnan? Kann ich den heute Abend abholen? Läuft der? Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Gut. Dann haben wir noch ein Auto, einen Ford Focus Turnier. Der war in der Werkstatt, der hat 11% Abgas. Sagt, der kommt nicht durch die AU durch, kann er wegschmeißen, das Auto. Und die wollen da jetzt auch nicht groß investieren. Wollte der Kunde, sagt aber, er wollte auf jeden Fall eine Zweitmeinung haben. Und die Zweitmeinung zeigen wir euch jetzt mal. Wir sagen nichts mehr zu anderen Werkstätten. Die Zweitmeinung. Wir holen das Auto mal rein. Ja. Kommst du nicht dran? Ja. Ja, 9 Stück. Jetzt komme ich dran. So, noch ein bisschen mehr, oder? Ja, geht schon, okay. Hier kann man gucken, der Wagen, das ist der Wagen, der hat echt ein Problem. Ne? Guck mal hier, wie viel Kraftstoff er verbraucht. Also der hat bestimmt einen hohen CO. Aber der Wagen ist jetzt kalt. Soll ich den auch einschalten? Ja, bitte. Dann lassen wir es jetzt erstmal warm laufen. Ja. Was wir euch auch hier zeigen wollen, ist gut, ja. Ein 2-Massenschwungrad mit drehzahladaptiven Tilger. Drehzahladaptiven Tilger. Schau mal hier,
Hab ich in der Form jetzt so auch noch nicht gesehen. Wo ist der her? Ach so, danke. Hier, von unserem Motor, da haben wir, ne, kann man hier sehen, da ist ein neues Zwei-Massen-Schwungrad eingebaut, weil wir diese Drehzahl-adaptiven Tilger gesehen haben, haben gedacht, Junge, das klappert doch ohne Ende. Hier, das sind die Drehzahl-adaptiven Tilger. Schau euch mal an, wie das alles ist. Das sind so Gewichte, genau, die nach außen gehen und rasseln. Ja. Früher hat man so das sind ja auch die Dinger, die wir auch in den Mofas drin hatten, ne? In der Kupplung. Genau. Ja. Je leichter die waren, desto schneller hat das Ding ging los. Ja. Und das ist, also im Prinzip drehzahlmäßig gehen diese Schwinger nach draußen, wie so, also wie früher bei Zündverteilern oder wie Hans Jürgen das gerade erklärt hat bei einer Kupplung. Je höher die Drehzahl ist, desto mehr gehen die raus und sorgen dafür, dass Schwingungen, weil diese Motoren ja eine relativ heftige und vielschichtige Einspritzung haben, diese Schwingungen nicht nur über das Zwei-Massen-Schwungrad aufgenommen werden, sondern eben auch drehzahlabhängig nochmal anders fungieren. So, und da kann man sehen, dass hier ist alles total ausgeschlagen, der ganze Kram. Weil, ne? Hat der auch gescheppert, wenn du den ausgemacht hast? Ja, ja, klar. Das ist nämlich dasjenige welche. Wir werden oft gefragt, mein Zwei-Massen-Schwungrad ist kaputt, wann merke ich das? Bei 2000, 3000 Umdrehungen? Nee. Gar nicht bei irgendeiner Drehzahl, sondern wenn ich den Motor ausmache, weil dann der Motor in Stillstand kommt. Und wenn der Motor in Stillstand kommt, dann geht der noch mal ganz kurz hin und her. Und dann passiert es, dass dann dieses Zwei-Massen-Schwungrad dieses Geräusch macht. Da macht es meistens klack, klack. Oder bei dem hier schepper, schepper, schepper. Also hier bei dem würde ich sogar sagen, das Rasseln ist auch irgendwo normal. Ich meine, es hat. ZF sagt jetzt hier extra, dass Zwei-Massen-Schwungrad mit drehzahladaptiven Tilger haben zusätzliche Massen. Eins, das sind diese Massen, die sie da meinen. Ne? Zur Reduzierung von Schwingungen in Richtung Getriebe. Die Zentrifugalkraft bringt die Massen des DAT bei laufendem Motor in Position. Ne? Also die drücken sich dann an die Stellen. Was auch sein kann, ist, wenn Zwei-Massen-Schwungrad kaputt ist, dass beim Gasgeben schon hohe Schwingungen auftreten und das ganze Ding rappelt, hat man dann meistens so bei 200, 220.000 Umdrehungen. Das gibt es schon. Kilometer. Ja, meine ich doch. 220.000 Umdrehungen, das ist doch hoch. Ne? Ja, also das ist schon, was sie sich alles einfallen lassen. Und nur um die Schwingungen wegzukriegen, die das Getriebe sonst kaputt machen würden. Und wie die vorne die Einspritzung versuchen, so gering wie möglich Kraftstoff und den Kraftstoff so gut wie möglich auszunutzen, ist das eine. Und dadurch entstehen wieder andere Sachen. Da muss sowas eingebaut werden. Ja. Kompliziert, kompliziert. Sebastian. Da ist Besuch für euch aus Kanada. Kanada? Ja. Keiner da, soll ich sagen, oder? Keiner da aus Kanada. Ja doch, aber wir sind jetzt gerade am Drehen. Sollen wir mal mit reingehen? Doch, wir suchen aber Kanadier. Keiner hier und keiner da. Ich muss erst mal fragen, ob die Angst hat vor der Kamera. Habt ihr Angst vor einer Kamera? Ja. Nee. Ja, die haben Angst vor einer Kamera. Komm rein. Wir sind gerade am Drehen. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Holger, hallo. Hallo, Holger. Was macht ihr hier? Ihr könnt gut Ruhe haben. Woher kommt ihr? Aus Kanada? Ja. Kanada. Habt ihr euch verfahren oder was? Ja, so. Verflogen oder wie? Ja. Ich habe Urlaub gemacht. Und dann haben wir gedacht, gucken wir mal vorbei. Genau. Und cool. Da ihr wollt sowieso nicht keine Süßigkeiten, habe ich euch den Whisky mitgebracht. Ach, das ist der Whisky, der drüben steht. Ach, den habe ich ja gestern schon. Ich denke, boah, Whisky. Mein Problem ist. Du trinkst Gin bloß. Ich trinke keinen Whisky mehr. Ich würde den nochmal probieren. Das ist selbst aus Manitoba. Ich probiere den. Also sehr, sehr gerne. Aber mein Problem ist, ich habe vor 30 Jahren, als ich geheiratet habe, um die Hand meiner Frau angehalten habe, habe ich meinem Schwiegervater eine Flasche Whisky mitgebracht. Und hat er zu mir gesagt, ja, aber jetzt trinken wir erstmal die Flasche Whisky. Und da ging es mir so schlecht am nächsten Tag, dass ich gesagt habe, ich trinke nie wieder Whisky. Weißt du? Sobald ich jetzt Whisky an... Aber ich probiere es. Das ist ja nicht dozaufen. Ja, ja. Und wo kommt ihr denn aus Kanada? Aus Winnipeg. Das ist genau in der Mitte zwischen Vancouver und Toronto. Ja. Ja, cool. Kälteste Platz sozusagen in Kanada mit minus 50 im Winter. Wow. Lass die Autos immer weiterlaufen. Nein, wir haben doch Blockheater. Wir haben eine Heizsäule im Block
wo der Motoröl geheizt wird, die ganze Nacht. Über Strom? Elektrisch. Ja, ja. Ein über Nacht. Okay, ja. Und was frisst das Ding an Strom? Na, nur mal. Ist doch egal, der kommt aus der Steckdose. Bei uns ist doch das egal. Bei euch ist das egal, warum? Weil unser Strom billig ist. Was zahlt ihr für den Strom, weißt du das? Also mal so billiger als hier, das ja auf jeden Fall. Das haben wir im Abschlag 150 sowas im Monat. Naja, ist alles preiswerter außer in Deutschland. Ohne das Springer, dann kann er alles mehr an. Ja. Okay, ohne das, also habt ihr, ist da so ein Heizstab, der ist dann im Wasser dran, was? Der ist im Wasser installiert. Im Block. Im Öl. Und dann habt ihr da draußen so einen Stecker, den da reinsteckt. Ja, ganz normalen Stecker für die Steckdose und dann dann bleibt der Motor wegen dem Öl natürlich die ganze Zeit warm und ansonsten hat er keine Chance rein. Ja. Wenn man den kann. Oder wenn dann sehr schwierig, ja. Okay, ja, verrückt. Ja, gut. Schön, und jetzt seid ihr für ein paar Tage hier in Köln. Genau, seit der Woche sind wir in Köln. Gestern waren wir Phantasialand, Kölner Zoo. Weil unser Kleiner, der hat am Montag Geburtstag gehabt, der ist 3 geworden, der ist auf Elefanten. Okay. Und das sind wir jetzt Kölner Zoo, der muss da mal. Ja. Kölner Zoo, die Elefanten, musste man haben. Aber ihr seid gebürtig so irgendwie aus ein bisschen Süddeutschland. Was für ein? Wir erzählen jetzt noch ein bisschen was weiter und wir bis dahin ist dann der Ford auch soweit. Ne? So, dann schauen wir mal. Prozent. 10,3. So, das heißt, der hat einen tierisch hohen HC, hat er auch, also unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Kraftstoff im Prinzip, der hinten rausgeht. 10% Abgas heißt Kraftstoffverbrauch ohne Ende. Glaube, der dürfte so haben 0,5 im Leerlauf maximal, also eher 0,01. Also, ja, also 0,3. So, was dann auch bei dem Wagen ganz witzig ist, ist Spezialschlüssel, Motorhaube. Ach ja. Ne, normalerweise ist hier ein Schloss drin, das ist kaputt, das Schloss. Mit dem Zündschlüssel. Ja. Aber so ist praktischer, so kann man den weiter laufen lassen. Ja, genau. Und nochmal in die andere Richtung. Genau. Wie so. Einfach. Und jetzt schaut mal hier in den Motorraum rein, ob euch da irgendetwas auffällt. Einfach mal so komplett draufschauen. Dann geben wir euch jetzt mal so ein paar Minuten, ein paar Sekunden Zeit. Einfach mal stumpf drauf gucken, was fällt euch auf. Also selbst Nicht-Profis müsste es auffallen. Mir ist es aufgefallen. Direkt. Mir auch direkt. Dem Aljoscha auch direkt. Nicht-Profis hast du gesagt. Deswegen ist mir direkt aufgefallen. Nicht-Profis, ja. Nicht-Profis und Profis müsst das ja sofort sehen. Also nochmal, wir haben hier. Oh. Macht sogar nochmal einen 9-0 Abgleich, weil der CO so hoch ist, dann reinigt er sich das im Normalerweise, Prinzip nochmal. Normalerweise, wenn der CO-Gehalt so hoch ist, bei 10%, ziehen wir den Schlauch sofort wieder raus, um unser Abgasgerät nicht voll zu sumpfen mit dem Dreck. Na, jetzt ruckelt er auch. Sieht man, ne, wie der ruckelt. Man müsste der Motor bei der Drehzahl ganz ruhig stehen. Wir warten noch mal eben ab. Der ist noch nicht so weit. Ja, der hat sich jetzt, wir müssen jetzt auch beeilen, dann ist irgendwas gut für den Tester, da so viele Abgase reinkommen. Da, jetzt ist so, er jetzt da. Kommt er wieder. Oh. Soll ich das mal verändern jetzt? So, well, jetzt kommt. Den ist schon aufgefallen, ist alles cool. Den ist nicht aufgefallen, ist, guck mal da. Hier ist ein Stecker, ich weiß gar nicht, wo der hingehört. Ja, woher? Wo also, macht der hingehört? Könnte hier raufpassen. So, und jetzt schauen wir, was der Abgas war. Das war der Luftmassenmesser. Der Luftmassenmesser ist dafür da, wenn die Abgase, also die Abgase, das ist die Luft, die der Motor benötigt, wird durch den Luftmassenmesser durchgezogen, zieht da durch und dann wird dem Steuergerät gesagt, so und so viel Abgas, so und so viel Luft wird da durchgezogen und ich starte nochmal eben. So und so groß ist die Luftmasse, die jetzt da durchgeht. Ausgegangen? Nee, ich habe gerade rausgemacht. Ach so. Ja, guck mal, wie schnell der runter geht. Mal ein bisschen hoch für die Drehzahl. So, guck mal hier. Ach, kann sehen, dass
aber ohne dass er schüttert. Ruckeln tut er nicht mehr. Läuft ganz sauber. Er macht diesen Zittern nicht mehr. So. Und dann schauen wir mal. Guck das an. Morgen. Morgen. 0,09% CO2-Gehalt. HC-Wert geht immer weiter runter. Auf 100. Zweitmeinung. Also unverbrannte Kraftstoffe. Nichts mehr. 0,1% CO. Würde die Abgasuntersuchung jetzt bestehen. Ja, nee. Und da, wo er vorher war, die haben gesagt, sie könnten die Fehler da nicht diagnostizieren. Na gut, du kannst jetzt als Zweitmeinung sagen, wir könnten jetzt eine Abgasuntersuchung machen, die würde auch bestehen. Was soll man sonst sagen? Ja, nix. Lass mal einfach so mal im Raum stehen. 0,1%. Ja, ihr Lieben. Das soll man im Raum stehen. Ne? War's das schon? Ja, das war's schon. Für heute? Ja, nee, für heute ja, auf jeden Fall. ja, geil, ne? Besuch aus Kanada ist auch mal was. Ne? Also wir haben ja schon Kanada, ist schon ziemlich weit weg. Und vor allem auch diese Information, dass das Öl da, dass sie das mit so Thermodingern dann da heiß machen, finde ich echt... Ja, die haben wir doch hier auch. Ja, genau. Die haben wir auch, die Dinger. Von Blockheater. DEFA gibt es die, glaube ich, oder von was. DEFA, ne? Genau. Ja. Das sind ja die Dinger, werden in den Block reingeschraubt, je nachdem wird ein Froschstopfen rausgenommen, dann kommt so ein Heizteil da rein. Dann kann ich sogar eine Vorwahluhr drin ansetzen, anlegen und es wird mit 230 Volt geheizt. Kann ich morgens sagen, 2 Stunden vorher soll anfangen zu heizen und dann habe ich im Winter, wenn ich dann die Heizung anmache bei meinem Fahrzeug, schon direkt ein schönes warmes Auto. Warmen Motor, Kaltstart ist der größte Motorverschleiß, haben wir ja schon gehört. Dann haben wir keinen mehr. 0,142%. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ihr Lieben, gute Zeit. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Video. Schön, dass ihr abonnieren, uns zuschaut und bis dann. Bis tschüss, dann, ihr Lieben. Ciao. Ich habe auch einen Onkel in Kanada, ne? Echt? In Toronto, hm? Wohnt der. Kanada ja, mal hinfahren? Kanada, ich war schon zweimal Kanada. Ja? Hm? Ah, war schön. Schon mal mit. Minus 40 Grad und plus 40 Grad. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Minus 40. Da atmest du an ganz anders, ne? Hm. Schaut mal, Motor ist schon drin, Adnan hat schon wieder alles komplettiert. Habe jetzt auch gerade ein Problem gehabt mit dem Ölkühler, den haben wir jetzt bekommen. Das heißt, hier war ja der alte Ölkühler drin. Das ist im Prinzip das, mit dem VW versucht, das Öl runterzukühlen. Mehr ist das nicht an Ölkühler. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier vorne ist ja alles zu. Und je nachdem, was das für eine Stoßstange ist, ist auch nicht mehr viel, was da durchkam. Jetzt ist hier vorne noch der Kondensator, davor ist der Kühler. Die warme Luft wird ja auch noch da drauf geblasen. Also verstehen tue ich es nicht, dass sie es versuchen, nur mit so einem kleinen Pipi-Ding hier den Motor zu kühlen. Das funktioniert ja auch nicht. Sehen wir ja ganz klar bei dem Motor. So, der Ölkühler kommt raus. Dafür kommt hier dieses Adapterstück rein. Sieht doch geil aus, finde ich. Ne? Ist echt so ein bisschen racing-mäßig. So, und die Schläuche, also im Prinzip wird das Öl jetzt hier durch einen Kühler hier vorne gedrückt. Hier, das ist dann unser Kühler, der hier vorne reinkommt. Die Anschlüsse wollen wir hier dran. Einmal und hier zweimal. So, und es gibt für jedes Fahrzeug, je nachdem, was das für ein Stoßfänger ist, gibt es spezielle Bleche und Halterungen. Das hat die Firma Red Hat, da habe ich ja schon mal benannt, haben das erfunden. Da muss man denen einfach die Front schicken, was das für eine Front ist. Und dementsprechend gibt es einen Halter, wo dann der Ölkühler im Prinzip in die Stoßstange mit eingebaut wird. So. Das zeigen wir euch aber, wenn es gleich weitergeht, nur dass ihr jetzt einfach mal das Grundprinzip verstanden. Öl wird hier durchgedrückt, die Luft strömt hier durch und kühlt das Öl runter und damit gibt es da kein Problem mehr. Wenn wir nachher die Schnauze drauf haben, drehen wir weiter und dann gucken wir, wie es dann aussieht. So, jetzt haben wir alles drin. Hier ist der Ölkühler drin. Ja, kann man sehen, wie viele Kühler hier vorne drin sind. Das hier ist der normale Wasserkühler. Hier ist der Kondensator von der Klimaanlage. Hier ist jetzt unser Ölkühler, den wir noch dazu gebaut haben. Und hier ist noch der Ladeluftkühler, für die Ladeluft zu kühlen. So ist es perfekt. Wenn jetzt alles vorne drauf ist, wird das Öl richtig gut gekühlt. Damit passiert bei dem Wagen auf gar keinen Fall mehr was. Müll?
Ah, das wird schon. Ja, also ganz spannend. Dann füllt jetzt gerade Wasser ein. Jetzt kommt wirklich der Moment. Ich meine, der hat jetzt wie viele Tage daran rumgeschraubt? Also 4 Tage waren das jetzt? Ja, ungefähr 4 Tage. Wasser ist jetzt drin, Öl ist drin. Wir starten ihn jetzt erstmal, damit das Öl rumgepumpt wird in den Ölkühler rein, in den Turbolader rein. Und haben jetzt Kraftstoffsystem entlüftet, ne? Kraftstoffsystem hast du schon entlüftet? Nein. Nein, hast du noch nicht? Nein, dann müssen wir noch entlüften. Okay, und dann müssen wir das Kraftstoffsystem noch entlüften und dann starten wir gleich nochmal neu. Spannender Moment. Grundeinstellungen sind wir gerade am Durchführen. Also jetzt wird das Kraftstoffsystem wird jetzt entlüftet, automatisch. Ne? Es gibt einen Grundeinstellungsmodus. Ja. Grundeinstellung wird durchgeführt, das dauert eine ganze Zeit lang. Kraftstoff wird jetzt nach vorne gefördert, der Kraftstofffilter wird entlüftet, die Kraftstoffleitungen werden entlüftet. Bis in die Hochdruckpumpe rein. Ne? Jetzt haben wir natürlich den Raildrucksensor, hat alles abgeklemmt. Damit der jetzt noch nicht anspringt, der Wagen. Und wie gesagt, damit wir erstmal das ganze Öl rumfördern können. Ah, nein, und? Nervös? Ja. Das ist echt so ein Moment, das ist so, nachdem, wie das alles auseinander war. Und wir machen jetzt erstmal, wenn er dann wirklich anspringen sollte, machen wir dann, gucken wir, ob alles dicht ist. Ja. Und die Grundeinstellung läuft noch. Dann lassen wir ihn erstmal warm laufen. Falls er läuft. Ich habe schon Motor gedreht. Also. Motor gedreht hast du schon mal. Also festhängen tut er nicht. Okay, das wäre natürlich auch ein Ding. Hier fehlt noch ein Stecker. Ja, das kommt mit dem anderen Kabelsatz. Achso, der andere Kabelsatz hast du dann schon. Gut. Ja, jetzt macht er noch eben den Luftmassemesser rein. Grundeinstellung läuft immer noch. Nimmt über eine Zeit in Anspruch. Ja, im Prinzip war alles raus, alles, was man irgendwie sieht, das habt ihr ja gesehen in dem Video, und was alles draus war. Ich sehe den Motor gar nicht mehr. Ja, siehst du den schönen neuen Motor, siehst du nicht mehr. Da siehst du ein bisschen was. Ja, da unten tief drin, da ist was. Ja. Okay, Grundeinstellung beendet, Adnan. Es nähert sich dem Ende. Das ist wirklich total spannend, weil, wer weiß, alles auseinander gewesen. Erstmal springt er an und zweitens mal fliegt er nicht direkt wieder in die Luft. Ist doch egal. Ich will es jetzt auch wissen. Luftmassenmesser drauf. Okay. So, wollen wir mal gucken? Sollen wir noch mal eben gucken, ob was im Federspeicher drin ist? Bestimmt 1000 Fehler. Das ist ja noch der Kühlflüssigkeitsstandsensor abgezogen. Ist doch ab, oder was? Ja, ja. Achso, ja. Okay, aber gucken, ob irgendwas, irgendeine fetten gravierende Fehler drin ist. 1000 Fehler drin. Ja, die schmeißen wir jetzt eben noch mal raus, die Fehler, und dann würde ich sagen, starten wir die Kiste, ne? So, schauen wir mal. Oh. Guck mal. Ja, Luftmassenmesser. Okay, Fehlercode löschen. So. Da braucht eine halbe Stunde, bis sie löscht, mit den ganzen Fehlern, die drin sind. Ja. So. Ein bisschen durch. Toi, toi, toi. Das ist doch der Kabelstein, der gleich noch reinkommt. Liegt hier. Das ist doch der obere Kabelstein. Der ist jetzt für den Motorlauf nicht wichtig. Komm mal rüber, sein Gesicht sehen. Springt er noch nicht an. Okay, springt er noch nicht an. So, jetzt kommt das Öl in alle Ritzen rein. Ja, da haben wir noch 2 Stecker jetzt ab, dass er nicht anspringt. Noch einmal.
Gut, reicht. So, dann würde ich sagen, zum Stecker drauf. Mengenventil und. Wo ist er? Da. Und Regeldrucksensor. Regelventil. Ein Drucksensor ist das, genau. Nee, Regelventil. Mengenregelventil an. Ja. Ja, stimmt, auf der anderen Seite ist der Drucksensor, da kommst du nicht dran. So. Jetzt. Und? Geil! Guter Mann! Mega! 4 Tage Schrauben! Ja, jetzt habe ich noch Lüfter ist jetzt vorne angeschlossen, wenn er den Lüfterstecker noch abhackt. Also vom Temperatursensor was. Aber egal, Motor läuft. Läuft sauber. Und hier kann man jetzt schon sehen, wie jetzt hier. Ja, guck, wenn der Lüfter vorne an ist. Ja, wieder hier saugt. Ja, guck mal hier. Und jetzt geht natürlich das auch direkt hier durch den Ölkühler durch und kühlt das Ganze. So, okay. Auto, okay, hier ist ein bisschen undicht. Da ziehen wir ein bisschen nach. Da gucken wir, da ist eine Stelle, deswegen machen wir das. Ja, jetzt gucken wir danach, dann läuft ein bisschen noch Öl raus, aber ist kein Problem. Da ziehen wir jetzt einfach ein bisschen nach die Stelle hier vorne. Man weiß auch, dass da Öl ist, sonst läuft der Motor. Gute Arbeit. So lange kann es dauern und Reparatur gelungen.